Ist einer? Exit Camper? Hey, Exit Camper. Ey, was geht, Digga? Du bist jetzt abgezogen. Naja, zum Glück weiß die Welt jetzt, was du für ein bist. Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Exit Camper. Ich denke, viele von euch werden sicher schon mit dieser Art von Spielern konfrontiert worden sein und dass ich diese Art des Spielens verachte, muss ich denke ich nicht groß ausführen oder weiter ins Detail gehen, wieso. Aber da wir in letzter Zeit wieder vermehrt auf eben diese getroffen sind, als wir auf Reserve unterwegs waren, dachte ich, ich lasse euch mal an einigen dieser Momente teilhaben, die den Salzgehalt meiner Stimmung in Tarkov manchmal erklären. Sicher kann jeder Tarkov spielen, wie er will, aber meiner Meinung nach ist es unter aller Sau und eine der schlechtesten Charaktereigenschaften, sich auf diese Art an dem Ärger anderer zu ergötzen, die kurz vorm Exit einfach nur froh sind, eine Quest etc. erfolgreich abschließen zu können oder nach harten Fights den verdienten Loot rauszutragen. Haut mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Thema mit den Exit-Campern seht. Das war's an dieser Stelle auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, mega Rubberbanding, Alter. Was war das, Alter? Aufpassen, die können vorne am Ende des Gangs sein. So, viel Erfolg, bin dann bald wieder da. Alles klar, guten Hunger. Der Abruf ist gleich rechts runter, ne? Ja. Ja, ich stehe hier noch. Aufpassen, die können jetzt hier gleich geradezu am Ende wieder auf dieser scheiß Metalltreppe rumhängen. Die Raider. Nee. Spieler. Die hier nur Wache halten und warten, dass jemand Strom anmacht. Okay. Warte kurz. Geräusche da vorne? Sind das schon Raider? Nee. Das sind jetzt Spieler, die pre-naden, glaube ich. Ja, die kommen runter. Ja. Kommt was? Das. Du hast einen Scav gekillt, kann das sein? Ja. Okay. Noch ein Skiff. Warte mal, ich höre was. Die können ja da auch übers Metall laufen. Ja, ist ja gut. Holz. Von links, wo wir herkommen sind. Ja. Ja. Brauchst du Hilfe? Ja. Pass auf, rechts von dir. Er läuft die Schräge hoch. Mhm. Bis oben. Rechts an der Türe. Achtung, Nate rein. Oh, die war schlecht. Lol, hinter uns! Hinter euch! Ich bin ziemlich fracked.
Ja, zieh dich zurück und halt dich. Er kommt gerannt. Ich bin das Komm auch. Rein hier, komm rein hier, komm rein hier. Ja, ich bin down. Kann nichts mehr machen. Oh, Diablo, du bist auch weggegangen. Er macht jetzt die Raider. Scheiße. Jetzt kommt vorne einer. Der kommt hier gleich durch die Tür, glaube ich. Okay, der eine hat ihn. Okay, noch einer dauert. Ich mach mal Strom an. Raided. Hat er dich genadet? Ja, ja, versuch. Er ist jetzt mit mir beschäftigt. Hier hinten links meinst du jetzt weg, oder? Na, weiß ich nicht. Ja, das war ein Scap. Ja, naja, zu spät gesehen. Das gehört. Naja, das habe ich mir schon gedacht, dass der das gehört hat. Am Wasser? Er hat den Nate zu mir durchgeschmissen. Wie weit kann der denn gerade einen Nate werfen? What the fuck? Sind die da oben oder was? Keine Ahnung, Alter. Er searcht hier noch rum, hier, bei der Toilette. Wo war der? Es hat sich angehört, als wenn der rechts neben mir ist. Kann sein, oben von der Schräge, ne? Ja. Ich komm hier durchs Wasser. Oder? Die rennen da oben weg, die sind jetzt abgehauen. Okay. Wo bist du? Hier. Immer noch da. Ja. Hinter mir war ein Scap. Ich habe keine Ahnung, wer mich da genadet hat. Bei dir haben hier auf was geschossen. Da liegt einer, da liegt einer. Für hier, da was im Keller laufen. Das hier Titan? Das könnte ich sein, ja. Nee, ich lege ihn noch im Sandsack. Hinter welchem? Da, genau. That's me. Dich hat keiner gelootet. Witzig. Spieler, wo ist das? Warte doch, Alter. Ich komm hoch. Diablo, rede mit mir. Wo ist das? Oh, du bist das. Ja, ich rede ja auch die ganze Zeit mit dir. Weiß nicht, ob ich ihn habe. Halt mal den Engel, ich nehme eine Granate. Gerannt. Der kann sein. Ja. Kann sein, dass du ihn hast, ne? Warte, ich komm mit. Pass auf! Geh doch weg! Alter! Der. Du wechselst da die ganze Zeit die Seiten, ey, dass ich dich gerade nicht erschossen hab, ne?
Er geht einfach nach links rüber. Aber er lebt immer noch, ne? Echt jetzt? Ich glaube ja. Ja, es war auf der rechten Seite, glaube ich, noch. Nee, hier liegt er noch tot. Da liegt er noch tot. Okay, kann ich mich erstmal wiederholen hier. Oh. L1. Nehme ich erstmal mit. Hast du den anderen angeguckt? Nein, ich will erstmal runter zur Titan. Die Scavy Boys interessieren mich gerade nicht. Okay, ich komme hinterher. Da ist auch Blut an der Tür. Mach mal auf. Hier ist mein toter Scav unten. Hier liegt ein Spieler. Ja, das ist Titan. Das hier ist Titan mit der ja. RP? Jo. Ja, 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 genau, das ist Titan. Das ist ein Player hier. Ja, hier hinten muss ja auch irgendwie die Hauptaction gewesen sein, glaube ich. Ja, hier liegt eine Leiche. Das war auch ein Player. Mhm. Kurz mal nackig machen, den Dude hier. Lass raus. Ich hab drei FPS Drops. Dann waren das hier keine Raider, ne? Irgendwie nicht, ne? Oder die liegen wieder ganz woanders. Also wie die getalkt haben, hätte ich jetzt gedacht, das sind Raider, ne? Nee, die haben sich die ganzen Truppen getroffen. Und haben hier ist auch wer am Bluten gewesen. Der LZSH war deiner, ne? Nur ruhig bitte. Das war dein. Ist einer? Exit Camper? Oh Mann, das darf nicht wahr sein, Alter. Wo bist du? Du bist unten, der ist oben, oder was? Ja. Er ist oben. Rechts. Er zieht eine Granate, pass auf.
Er ist immer nach oben, er ist auf mich fixiert, glaube ich. Wo ist er? Auf welcher Seite? Ich blute, ich muss mich halt langsam verbinden. Ja, mach das. Hey, Exit Camper. Sprichst du Deutsch? Deutsch? German? Ja. Hey, er wollte schon auf mich schießen. Warte. Wart ihr gerade im Bunker? Wir waren da gerade, ja. Ja, wir auch. Ja, wir hatten mit euch aber nichts zu tun. Ja, ich glaube auch. Ich wüsste, dass die Granate nach oben fliegt, ne? Und dich nicht trifft. Du willst das also bis zum Ende bringen hier, ja? Du willst das durchziehen. Ruhig, ruhig, ruhig. Okay, wir können das auch anders machen. Wir können das auch anders machen, okay? Du bist am Schreien oder was? Der verbindet sich, ne? Ja. Ja, wie will er das denn anders machen? Ja. Er bewegt sich hier um. Das müsste in der diagonalen Ecke sein. Mhm. Diablo. Ja, ja, hier hinten. Wollen wir das anders regeln? Wie willst du das denn haben? Ja, dass ihr raus könnt und, ja. Ja, dann werden wir in den Rücken geschossen oder was? Dann gehst du jetzt in den Raum rein, machst die Tür hinter dir zu und bei 3 Minuten kommst du wieder raus und kannst selber rausrennen. Er rennt. Ja, bin ich, also gleich. Ist er alleine oder ist er zu zweit? Er ist alleine. Der ist nicht drin, ne? Zweimal Türe gehört. Doch, doch. Ich glaube, er ist schon drin. Ja, aber er ist wahrscheinlich nicht alleine. Du warst auch alleine, ja? Ja, ich bin alleine. Okay, ich hau jetzt ab. Warte, ich geh gucken. Ja. Das hört sich irgendwie gefaked an. Ja. Das war so klar. Das ist eine miese Masche. Oh mein Gott. Ja, jetzt bleibst du bis zum Schluss da und rotzt die weg. Oder keiner kommt raus. So. Real Red God, hm? Richtig kleine Pisser sind das. Naja, zum Glück weiß die Welt jetzt, was du für ein bist. Ruhig, ruhig, ruhig. Ganz ruhig. Er hat gesagt, wir. Die waren zu zweit. Einer ist hintergegangen und einer hat gewartet. Also, ich bin nicht alleine, ne? Also. Ach, echt? Das habe ich jetzt auch bemerkt. Kannst du den Stim werfen? Nee, lass mal sein. Was hat er gesagt? Ey, was geht, Digga? Du bist jetzt abgezogen. Jetzt haben die denn bitte, Alter. Ja, nee, glaube nicht. Ich würde lieber die Z ablaufen lassen und gar nicht rauskommen, wie das denen zu schenken, ey. Mhm.
Er hat sich fast selbst in die Luft gesprengt. Ey Bruder, du hast jetzt die Chance rauszurennen, ne? Nichts Bruder, da wie du sind garantiert nicht mein Bruder. Ach komm, dann nenn mich, dann ist nicht Bruder, aber dann kannst du. Halt doch einfach deine Schnauze! Ja, renn raus, los! Tu's! Ihr habt die Tür nicht im Blick, ihr lasst dich rennen! Ach, das ist mir egal. Ey, bist du noch da? Ich lass dich rauslaufen. For real jetzt, ne? Du kannst auch den Loot von deinem Mate mitnehmen. Bei 1 Minute 14 ist der behindert, Alter. Nee, nicht. Mhm. Okay. Er kriegt auch nichts raus. Die schmeißen ihr Zeug weg. Ja. Hast du den Ausgang im Blick? Nee, nee. Du kannst dein Zeug auch ablegen. Mann, den kenn ich das. Der hat alles abgeschmissen und ist runtergesprungen. Was für Ratten, Alter. Da haben sich dann wieder eingeschlichen. Manchmal gerät man an dieses lästige Tiergesocks. Ganz ehrlich, die hängen da zu zweit und haben nichts Besseres zu tun, als sich da zu platzieren, um Leute abzufacken. You're my mate and I stand by you. Hier Deckung, hier Deckung. Ich dachte, ich hätte ihn, Alter. Er ist direkt da an der Tür. Rechts davon jetzt. Soll ich durchnaden? Ja, ne, durch. Ich hoffe, die bleibt da nicht hängen, Mann. Ich kann für nichts garantieren. Oh oh. Die ist direkt neben dir. No, oh, ich bin runtergefallen. Tot. Was? Ich dachte, die ist runtergefallen. Ah, ich hab sie bei mir noch rollen sehen. Ja, sie ist. Sie ist. Dadurch, dass keine hochgekommen sind, werden die wahrscheinlich wieder da unten abcampen. Naja, möglich. Oder die sind halt einfach auch mal woanders hingegangen. Das wäre ja wie ein 6-mal im Lotto, Junge. Mit Zusatzzahl. Naja. Geh weg, geh weg, geh weg! Ich glaube, du hast ihn. Geh nee. Da an die Seite. Brauchst du nicht auf die Tür achten. Ich sag dir Bescheid, wenn dann, falls da was kommt. Lieber ja, weil ich den Sounds auch so vertraue mittlerweile. Soll ich die Tür aufmachen? Ich kann dir nicht garantieren, dass ich treffe. Warte. Steht hier vorne. Der steht hier direkt hinter der Tür. Ja, ja. Das ist jetzt blöd. Flash. Ja, die ging aber nicht raus.
Kopf gehauen hab. Hä? Jetzt auf einmal? Runtergehopst. Warte, die simulieren, glaube ich, erstmal nur. Ich bin tot. Tot. Ich bin auch tot. Was? Jo. Er hat mich halt auch. Hä? Er war unten drin. Diese Taschenlampen-Scheiß, jetzt mal baue ich mir 5 dreckige Taschenlampen da dran, Alter. Fickt euch doch. Das kann doch nicht wahr sein. Kannst du was sehen oder nicht? Nee, nee. Ich hab unten noch abgecheckt, weil die manchmal blöd hocken, bis sie sich aufrichten, das siehst du nicht immer so schnell. Kannst du nicht wieder rüberspringen? Wo ist er? Ich glaube, ich hab ihn. Ja, warte dich schnell. Ich steck das. Ich weiß nicht, ob hier noch ein zweiter ist. Hinter mir, ja. Hinter dir? Ja. Da oben drin oder was? Ja. Na, der liegt vorne, an der Treppe. Hat mir den Bauch weggehauen. Mach du dich erstmal fresh. Ich hab kein Essen, kein Trinken, also kein Trinken mehr. Und mein Bauch ist weg. Boy, go and use the exit. Was ein elendiger. Oh, Scheiße, es kommt was. Metall, wir müssen hier weg. Komm mit. Dein Rucksack liegt hier noch, ne? Ach, Scheiße. Du musst deinen Rucksack holen. Ist die Tür im Auge? Ja, ja. Mach mal hier vorne die Tür zu, bitte. Weil normalerweise ist die da hinten offen. Weil ich muss hier noch meinen Rucksack. Soll ich Granaten hinten noch schmeißen? Oder so weg? Weiß ich nicht. Weiter ist ein Blick. Okay, hier. Okay. Kann ich aufmachen? Ja, ja, mach auf. Okay. Er ist noch da. Ja, er ist noch da. Sag, er soll abhauen. Take the exit.
Hey Exit Camper, Taxi Exit. Er kommt, er kommt. Weiß. Oh, du kleiner Pisser. Yeah, ist der buddy. Blöd, oder was? Was? Ist der blöd, warum geht denn der nicht raus? Keine Ahnung. Kurz die Tür ja, zu. Ja, weil er nix hat, der Affe. Er hat ihn erledigt. Ach so, scheiße. Ist deins wahrscheinlich. Ja. Nee, ich. Nee, deiner. Okay. Okay. Komm weg. Bis zum Ende. Er hatte die Möglichkeit noch abzuhauen, ne? Also, man hätte ja noch sagen können, okay, vielleicht waren sie aus irgendeinem Zufall noch da. Aber nein, wenn man so lange am Ende dann noch bleibt, ohne einfach rauszugehen, Junge, ganz ehrlich. Was denn? Da waren wohl zwei. Und einen habe ich davon nicht gelootet. Die müssen zu dritt gewesen sein. Guck mal, 31,7, 31,31. Die Nate! Deine Nate, die du oben links hingeschmissen hast. Du hast doch du hast halt allererstes zwei, drei Nates geschmissen. Da muss der schon bei draufgegangen sein. Und dann hast du seinen Dude, ich dann bist du rübergesprungen, hast den Dude abgeknallt. Rattico hier. Rattikus Prime. Das ist der Name des Programms. Jetzt haben sie mal endlich ihre gerechte Strafe bekommen. Die cheaten auch, wie konnten die wissen, dass wir hier sind? Du hast gesagt, die Spots funktionieren. Die funktionieren sonst auch. Der Raid ging 45 Minuten. Wie kann man denn 10 Minuten looten? Und dann legt man sich hin und wartet, dass irgendwer kommt. Es kam ja vorher noch kein anderer.